Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Luigi's Mansion 2 HD. Im letzten Part haben wir einen Toddy befreit. Wir haben die Friedhofsgang besiegt. Und wir brauchen noch einen Schlüssel, damit wir wirklich mal ins obere von dem hohlen Baum können. Aber wir schauen mal. Wir haben jetzt wohl irgendein 3D-System noch bekommen. Ein also, Bild. Ja. Unser pilzköpfiger Freund aus dem Mausoleum hat uns eine Aufnahme meines 3D-Sicherheitssystems mitgebracht. Werfen wir mal einen Blick darauf oder hinein. Na dann, Luigi, ich hab die Aufnahme, die unser Toad dabei hatte, dekodiert. Schauen wir uns die Sache mal an, ja? Aha. Na nun da, dieser Schlüssel, der ähnelt doch frappierend unserem Baumtor, oder? Ja, das Neugeist. Und es scheint, als würde der Buu ihn jedem violetten Geist übergeben. Wir müssen diese Szene gründlich nach Hinweisen absuchen. Wer ist denn da hinter dem Bild? Ist Mario? Hm. Ja? Mit Hilfe der Bewegungssteuerung kannst du dich umsehen oder mit den beiden Sticks kannst du das auch. Wichtig ist, dass du das Bild ganz genau inspizierst, dann findest du bestimmt etwas, das dir weiterhilft. Mit Hilfe von ZR und ZL kannst du auch zoomen. Wenn du fertig bist, drück einfach B. Was tragen die Wuhus denn da durch die Gegend? Sehr verdächtig. Oh, die kleinen Racker sind ganz außer Rand und Band. Ob die Wuhus daran schuld sind? Was sind wir eigentlich? Das ist ein Pool? Kurios, diese Geistergattung ist mir bisher völlig bisher noch nicht untergekommen. Das Drachenschwimmbad ist wohl unser Dachschwimmbad. Drachenschwimmbad klingt cooler. Dachschwimmbad ist wohl der Treffpunkt der Buhus, ein Sammelbecken sozusagen. Buhus werden stärker, indem man mehrere von ihnen zusammenschließt. Ja, was? Reicht doch. Der Schlüssel in der Aufnahme, das ist sicher der besondere Schlüssel, den wir suchen. Und damit können wir ganz bestimmt das Tor im hohlen Baum öffnen. Die Geister haben wohl den Schlüssel versteckt. Die wollen uns doch wohl nicht durch dieses Tor lassen. Was hat der eigentlich für eine Schuhgröße, Junge? Naja. Da bleibt uns der Finstermondstück fürs Erste verwehrt. Aha, na, ganz schön schlau, diese kleinen Schelme. Doch mit einem wachen Geist haben wir lose Laken nicht gerechnet. Sieht keinen Eingang. Voila, die 3D-Aufnahme zeigt eindeutig das Dachschwimmbad. Dort muss der Schlüssel sein. Dort würde so eine Dachluke geben. Finde einen Weg dorthin und schnapp ihn dir, ein Zwerg. Schon wieder fast 4 Minuten rum. Gut, lasst gerne Like, abonniert den Kanal. Wenn euch das Projekt gefällt, wenn ihr noch weitere Sachen von Luigi's Mansion oder anderen sehen wollt. Nächste Frage. Hast du schon mal so gebackene Kichererbsen gegessen? Oh. Weiß nicht. Das ist auch so ein Snack. Ja, das weiß ich nicht. Aber auch Hummus und sowas, Sachen aus Kichererbsen, bin ich nicht der Fan, muss sagen. Gibt auf jeden Fall Besseres. Haben wir immer wieder beim Frühstück bei uns freitags, bei der Teamsitzung. Komm, wir gehen jetzt hier Speedy durch. Speedy Gonzili. Diesmal, wenn du den Baum kickst. Passt, verpasst. Oh, stimmt, wir können jetzt mal ganz voll machen. Oh, da gibt's noch mehr Geld einfach. Krass. Nicht unter dem Wasser. Ja, wir brauchen jetzt übrigens 10.000 für die nächste Sache. Die Windböe schon die letzte sind drin. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Guck mal auf der Karte.
Du hättest mehr drücken müssen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich dachte, das passiert automatisch, aber nein. Hallo, guck da erstmal auf der Karte, du weißt doch ganz gut. Was machst du denn? Da durch wollen. Aber du weißt doch gar nicht wohin. Ja, weil hier auch alles abgesperrt ist, außer die eine Tür, die man ja auf der Karte. Du sollst auf die Karte gucken. Ja, ist gut. Guckst nicht auf die Karte. Ich seh's doch, dass hier die einzige Tür ist, die offen ist. So, jetzt kann man gucken. Wir sollen doch ganz oben, ja. Ah, das ist auch hier drüber. Stimmt, wir waren noch da bei dem Badezimmer, da müsste jetzt irgendwas sein. Wir können jetzt hier hochgehen, genau. Was ist das? Mann, spinnen. Wir finden es ein Total Meier Pro Domo. Weiß ich nicht, sagt mir jetzt gerade nichts. In den Eimer schnell. Warum machst du ihn weg? Der Meier Pro Domo ist Kaffee. Warum fand ich das jetzt so lustig? Immer da tropft's doch, du siehst doch, wo Wasser hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch klappt. Ah, du kannst das Wasser auch anstellen hier. Da rechts. Du warst ein Stück zu weit weg, glaube ich. Oh, da geht's. Und Ranke auf. Das Spielzimmer. Oh nein. Die Puppe, ich glaube, du musst jetzt ganz oft dich um sich drehen. Also um die Puppe. Andere Richtung. Nicht zu schnell. Weiß nicht. Okay. Ah, doch, ist richtig. Der Kopf geht ab, Jan. Tada. Da sind wir nicht so gut dabei wie letztes Mal. Na, wer weiß das? Kannst du da das Fenster angucken, was da so angeleuchtet wird bei dem Haus? Okay. Gucken wir gleich. Hallo? Ja, gucken wir gleich. Weil dem anderen nie was drin ist. Oh, jetzt kannst du gucken, was hier passiert. Da bei den Kisten passiert was. Die eine, die. Oh. Da kommen ganz viele raus. Und endlicher Spawn. Sehr gut. Ja, den Polterpinch auch lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Das Wohnzimmer mit der Küche, was soll das? Ah, guck erstmal rechts. Er geht links, was soll das? Das sind Krähen.
Man kann natürlich immer irgendwas Unsichtbares da noch sein, aber... Oh, in der Mitte. Ja, in der Mitte fehlt was. Man hat schon gesehen. Zwischen den Bildern. Ja. Aber sonst scheint hier nichts. Oh, da ist auch ein Blitz. Das war sehr schlecht. Gestatten, Bürokrat. Dieses Anwesen gehört seiner Majestät König Buhu. Verfügen Sie über einen Willenpassierschein A38 samt Rahmenrückgaloppes. Ist das eine Anspielung an Asterix und Obelix? Keine Ahnung. Da bräuchte man auch bei dem einen Film Passierschein irgendwas, weil sie in diesem Haus irren waren. Richtlinienkonform gestempelt und eine doppelte Ausführung. Oh, etwa nicht. Das ist bedauerlich und wird eine Strafe nach sich ziehen. Du musst das zurückverfolgen. Da ist er, schnell. Das ist egal, was der da macht. Du sollst ihn suchen. Oha. Ah, das reicht leider nicht. Oder? Ah, da. Alles Radio. Sollen wir uns gleich nochmal richtig anhören? Letztes Mal auch Musik gemacht? Hey, was? Musik gemacht. Das letzte Radio hat man da auch Geld rausbekommen? Nee, das war so ein Grammophon, da war was anderes drin. Aber wir haben was rausbekommen, meinst du? Ja, das hat aber nichts mit Geld zu tun. Ja, also, sobald was rauskommt, ist ja okay. Oder Sonnengarten. Kein Wintergarten, ein Sonnengarten. Gibt's das? Was? Zwei Simpel. Alle eine ausfahrbare Treppe. Hast du sowas auch zu Hause? Nö. Aber schön platzsparend. Ja, und gefährlich. Schlafzimmer. Alter, Kissenschlacht. Hast du schon mal gemacht? Nicht so krass, ne. So, jetzt noch nicht da rein. Also die Pflanzen irgendwie, ja, an der Decke da. Die wackeln auf jeden Fall. Ja, es wackelt ja alles Mögliche, wenn man das anpustet. Das okay. Heißt ja nichts. Schlafzimmer. Ah, oh, jetzt sind wir an der Stelle, weißt du noch? Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Raum. Oh. Was passiert hier denn? Alle drei. Das ist ja richtig mit Federn, ne? Ah nein, jetzt spielen die Spielchen, welcher wo drunter ist. Du musst das Bettlaken wegziehen, glaube ich. Oder das geht jetzt mal. Nein, die werden jetzt wechseln. Hast du gemerkt? Ja. Wow, Jan. Das Einzige, wo nichts ist, hast du gefunden. Muss man auch erstmal schaffen. Na, ich bin wieder raus. Was? Was ist hier passiert? Ich bin Premium. Kann man denn so schlecht sein? Ja, dann sag's doch selber. Ja, warum ziehst du dann einfach dran, bevor ich die Möglichkeit hatte? Ja, rechts ist auf jeden Fall einer.
Gut, jetzt hat man es aber eindeutig gesehen. Jetzt zack, jetzt nichts. Das wäre es jetzt gewesen. Würdest du nicht der Aussage zustimmen, geriffelte Chips sind besser als glatte? Ja. Findest du, es gibt zu viel Rifflung? Glaub nicht. Es gibt auch diese Crosscut-Chips, die so richtig übertreiben dann. Oder, oh ne, das war nur das Loch. Oder gehen wir weiter. Gut. Rechts ist der Weg, wo wir herkamen einmal. Das heißt, wir müssen nach Norden. Kann man denn da hingucken? Da ist ein Schlüssel. Haben wir ja schon mal gesehen, einen Schlüssel? Ja. Was sonst? Oh, sind wir ab draußen diesmal. Ach, wir müssen aber rüber diesmal. Ich dachte, wir hätten einen Schlüssel gehabt, ich hab's verwechselt mit dem Knochen. Ah, jetzt kannst du hier rüber gucken, aber das war wieder nur das Bad. Der wird wieder dieser Typ auf der Toilette sein. Oh, mein Fuß. Ach, naja, tschüss. Was hältst du eigentlich vom Pesto? Ich bräuchte da viel zu viel von, habe ich eben erst mit Marvin darüber geredet. Damit du über die Nudeln meinst du? Ja, bei Nudeln halt einfach nur. Sonst bei anderen Sachen, zum Beispiel mit Wraps oder so, finde ich es auch richtig cool. Du bräuchtest zu viel. Wollen wir mal rollen, wollen wir mal wieder machen. Aber ja, nur mit Nudeln, da brauche ich halt ein halbes Glas für einen Teller. Das ist für mich zählt. Guck, meine Vermutung stimmt. Jetzt kann man hier hoch. Und was ist mit Pesto Rosso? Das ist jetzt nur eine andere Sorte, oder? Pesto Rosso ist rotes Pesto. Keine Ahnung, ich mag alle Pesto. Die ich bisher hatte. Ist das die Mehrzahl Pesto? Pesti. Pesti? Keine Ahnung. Ich guck mal nach. Das ist interessant. Hier sollte theoretisch das sein, wo... Oh ey. Die Pestos, tatsächlich. Tja, aber warte mal, war da theoretisch der Schlüssel. Ja, aber hier sollte der Schlüssel sein. Achso. Jan, warum machst du eigentlich den Fehler zweimal mit dem Durchfallen? Weil ich dieses Mal nicht gesehen habe. Ah, nicht gesehen, eieiei. Schlüssel, hallo. Was für ein Ding, Schlüssel? Schlüssel. Das ist eine Mischung aus Schlüssel und Schnitzel. Nein. Schlüssel? Einfach nur so Schlüssel. Nichts mit Mischung hier. Aber Mischung! Ich mache mir gerade eine Einkaufsliste. Kartoffelsalat. Oha. Schaffst du es denn? Nicht stressen lassen, ganz ruhig. Schön mit dem Ballon alles berühren, der hat nämlich die größte Hitbox hier. Geld. Gut, komm mal zurück. Rennen. Findest du eigentlich sowas wie Rogette Ofenkäse? Deine Fragen sind passend auch Premium. Der Ofenkäse mag ich auch gerne. Ofenkäse nicht. Ist super. Ich bin ja bei Käse allgemein schwierig, aber Ofenkäse ist wahrscheinlich auch relativ streng. Naja, kommt drauf an welchen. Hinter dir! Hey, wo ist der? Oder kommt der jetzt aus dem Bild? Ich dachte, das ist wegen dem Spiegel.
Er kommt da wahrscheinlich aus dem Spiegel. Doch, er ist da. Und dann lässt der Sonnenbrillenmann. Auch was an! Oh Gott, der andere auch! Hört ihn schnell! Ah! Ach, der eine hat eine Sonnenbrille. Dappel! Was ist immer noch wer da? Tja, verrückt. Ich habe gestern seit Ewigkeiten mal wieder. Kennst du Obstgarten? Inwiefern? Das ist so ein. Jan. Du musst ihn saugen. Ja, saugen. Ja. Obstgarten ist doch so ein Joghurt-Ding. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Oh. Joghurt bin ich nicht so der Fan von. Ja, Pudding da. Ja, ich will das andere jetzt haben. So, Luigi, gönn dir jetzt erstmal. Hast schon genug gemacht. Gibt auch nichts gegönnt hier. Da fehlt ein Frosch, oder? Ja. Dass es jetzt so einfach geht. Geister, wo seid ihr? Ich hab auch den neuen schon gesehen. Auf dem Bild. Eben gab's auch einen neuen noch. Ja, das stimmt. Alter, kennst du noch Paula? Ja. Oh, das ist auch nicht so das Favorite. Mit den Ecken, mit den Flecken. Nee, was? Was macht der? Der erschreckt dich. Aller Geld. So. Aber hier war ein Buhu eigentlich. Da ist noch einer. Tja, wir schrecken nicht mehr. Was hältst du von so Froster-Fertiggerichten? Froster habe ich jetzt nicht oft gegessen, aber allgemein mag ich die eigentlich. Je nach dem Bällchen natürlich immer. Ich weiß nicht, der hat mir immer irgendwas gefehlt. Der war so. Ich würde da auch mal noch nach. Aber ich, nee, das meine ich nicht. Also, ja, Salz und Pfeffer, klar, aber. Jan! Nicht immer nur einen. Ja, du musst halt hüpfen. Ja, komm, da, man sieht's ja schon. Da war schon. Schnell das Geld. Das Geld! Was ist das? Meinst du, wir bekommen den jetzt? Jetzt hoffe ich schon. Ich hoffe auch. Gibt's hier noch was? Aber ich vermisse den Hundi. Was soll denn das? Nein, hier gibt's nichts mehr. Na gut. Ah, da ist er doch. Ich wusste es doch. Wollte ich gerade sagen. Wusstest du das? Ja. Böser Hund aus. Bad Dog. Wir haben ganz viele Knochen, die kannst du haben. Na toll. Also, ich sag noch nichts, was passiert, wenn wir den Knochen nutzen. Oder wie man den nutzt. Heiliger Hundeknochen, oh, wo kann denn dieser kleine Streuner auf einmal her? Und noch was viel wichtiger ist, wo ist er hin? Ah, törichtes Tier, Luigi, hol dir schnell den Schlüssel zurück. Aber erstmal hol ich dich zurück. Hm.
Ja, kann man machen. Sieht sie mit den Uploads aus? Ein Part-Lysis Mansion ist fertig, der Rest noch nicht. Passt. Oder einfach Part 3. Auch gut. Tja, nun, und verhaft kommt oft. Oh Gott, da ist er wieder der Spruch. Lass uns diesen Schlüssel unbedingt zurückbeschaffen. Doch ein Paraskop scheint den diebischen Winzling nicht orten zu können. Womit lockt man Geisterhunde nur an? Mit strahlenden Hundekeksen? Na, lass mir mal deine Geister ins Gehege. Du hast ja sogar einen neuen gefangen. Sogar zwei. Fünf Wunzen und 14 Wunzen. Und ein Buhu. Und Moneten! Zwei Level noch. Wie ob der Boss dann jetzt reicht, weiß ich nicht. Gut, wo waren wir? Ach ja, richtig. Ich sollte ein paar Modifikationen an dem Paraskop vornehmen. So finden wir den kleinen Stromer. Ganz sicher. Etwas Geduld, Luigi. Es wird nicht lang dauern. Herumstromer, sagt man. Das machen wir im nächsten Part von Let's Play Luigi's Mansion 2. Solltet ihr nicht verpassen und ein Like da lassen. Spitzreiß aus, heißt es dann. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.